Gedenkgottesdienst heute in Volkmarsen, ein Jahr nach der Amokfahrt. Am Rosenmontag 2020 rast ein Mann mit seinem Auto in den Fastnachtsumzug. Mehr als 150 Menschen werden verletzt, körperlich und seelisch, darunter auch viele Kinder. Die Kleinstadt im Landkreis Waldeck-Frankenberg versucht seitdem, mit dem Geschehenen fertig zu werden. Und damit hallo zu diesem Hessenschau-Extra, die Amokfahrt von Volkmarsen. Immer noch schrecken Kinder nachts auf, es ist vorbei und dennoch ist es in Volkmarsen nicht vorbei. Das hat die Pfarrerin von Volkmarsen heute im Gedenkgottesdienst gesagt, ein Jahr nach der Amokfahrt mit 150 Betroffenen. Der mutmaßliche Täter, der heute 30-jährige Volkmarsener Maurice P., soll mit seinem Auto absichtlich in die feiernde Menschenmenge des Rosenmontagsumzugs gefahren sein. Wieso, ist bis heute unklar. Gestorben ist damals glücklicherweise niemand, aber es gab viele Schwerverletzte, zum Beispiel die 24-jährige Diana. Eigentlich hat sich alles verändert. Es ist halt nichts mehr so, wie es mal war. So, wie sie ihr Instrument zusammensetzt, so versucht Diana seit Monaten, ihr Leben neu zusammenzusetzen. Ich war ja vorher ganz normal arbeiten und alles und konnte halt Ausbildung machen und so. Ja, und jetzt kann ich halt eigentlich nichts mehr machen. Jetzt bin ich froh, dass ich halt an der Schule teilnehmen kann. Sie war am Rosenmontag mitten im Umzug in einer Sesamstraßengruppe, als der Amokfahrer in die Menge fuhr. Daran hat sie keine Erinnerung mehr. Sie erlitt ein schweres Schädelhirntrauma, einen komplizierten Bruch des linken Ellenbogengelenks und weitere Verletzungen. 3 Wochen lag Diana im Koma. Danach wochenlang Reha-Behandlung. Noch immer benötigt sie Physio- und Ergotherapie und psychologische Hilfe. Seit 11 Jahren spielt sie Klarinette, auch in einem Blasorchester. Nun ist jeder Ton eine Herausforderung. Das linke Auge gehorcht ihr nicht, auch die Finger wollen noch nicht so recht. Das kommt jetzt eigentlich am meisten daher, dass meine rechte Gehirnhälfte ja auch betroffen war und ganz viel von den Verbindungen, die halt vom Gehirn gemacht werden, nicht da waren. Die mussten erst wieder alle aufgebaut werden. In ihrer Ausbildung zur Steuerfachangestellten ist sie um ein Jahr zurückgeworfen. Man soll mal eben die Steuern ausrechnen oder Gehaltsabrechnung machen. Ich denke mir so, ja, wir haben das alles gelernt, aber wie genau macht man das jetzt nochmal? Da habe ich halt, ja, habe ich jetzt momentan nicht im Kopf, wie man das macht. Deswegen muss ich das alles nochmal neu lernen sozusagen. Wenn das Gericht die Anklage gegen den Amokfahrer zulässt, wird sie Nebenklägerin sein. Ihr ist wichtig, dass das halt auch wahrgenommen wird, was er alles ausgelöst hat. Dass ich einfach so, ja, der ist halt einfach da reingefahren und ja, naja. Sondern auch, dass das jetzt auch immer noch Folgen hat, selbst ein Jahr danach. Besonders geholfen habe ihr, dass ihr Freund, ihre Familie, ihre Freunde immer ganz fest zu ihr gestanden haben. Und was hofft sie? Ja, ich wünsche mir halt, dass eigentlich alles so ist wie vor dem Unfall. Dass ich halt auch wieder Musik machen kann. Dass ich kurz davor bin, meine Abschlussprüfung zu machen bei der Ausbildung. Oder auch, dass halt, ja gut, Karneval halt wieder da ist. Dass allgemein wir alle wieder zusammensitzen können, ohne Corona, dass es kein Problem mehr ist. Ja, das wünsche ich mir eigentlich für nächstes Jahr. Ja, dass alle zusammensitzen, das ist nach so einer Tat eigentlich extrem wichtig, gerade in so einem kleinen Ort, um das alles aufzuarbeiten. Da ist so eine Corona-Pandemie mit Kontaktbeschränkungen mehr als ungünstig. Und gerade deshalb gab es dann heute auch trotz Corona einen Gottesdienst, nur sehr klein, mit wenigen Gästen, um zu versuchen, die Tat weiter zu verarbeiten. Bringen das Unfassbare der Amokfahrt zum Ausdruck. Die Werke von Kindern erinnern heute in der evangelischen Kirche in Volkmarsen daran, dass viele Menschen immer noch sprachlos sind. Heute vor genau einem Jahr ist uns hier in Volkmarsen ein Albtraum passiert. Ich kann mich noch gut an die paar Sekunden der Stille erinnern, bevor man nur noch Hilferufe hörte. Es war einfach schrecklich. Man selbst, die eigenen Kinder oder Angehörige von Familien und Freunden wurden zum Teil schwer verletzt. Wie kam es zu dieser schrecklichen Amokfahrt? Was hat den Täter nur getrieben? Viele Fragen, auf die es kaum Antworten gibt. Und das ist schwer auszuhalten. Wir beten für alle, die gerne Karneval feiern. Und für all die vielen, die sich hier
von Herzen dafür tatkräftig engagieren. Für Christian Diste ist Karneval eine Herzenssache. Heute vor einem Jahr, am Rosenmontag, ist der 38-Jährige natürlich mit an Bord als Vorsitzender der Karnevalsgesellschaft. Der Umzug mit dem Elferratsschiff an der Spitze will gerade wenden, als es passiert. Es gehen viele Bilder einen durch den Kopf. Man denkt daran, wo war man? Was hat man gemacht zu dem Zeitpunkt, wo das passiert ist? Was hat man als erstes gesehen? Das sind so Gedanken, die einen immer wieder hochkommen und die im Moment sehr präsent sind. Nicht nur bei ihm. Die Ereignisse und ihre Folgen sind Gesprächsthema in der Kleinstadt. Nicht nur heute an dem Tag, sondern auch dauerhaft bei den Volkmasern. Habe ich das Gefühl, sitzt das sehr tief. Unbegreiflich sowas, das kann man sich gar nicht vorstellen, dass ein Mensch zu sowas überhaupt fähig ist. Das sah ganz schlimm aus. Und ich denke mir, dass auch viele, die mit Kindern da gestanden haben, die auch sagen, dass die Kinder immer noch traumatisiert sind. Alexander von Rüden weiß, wie tief der Schock sitzt, wie schwer die Aufarbeitung ist. Der katholische Seelsorger sieht den Gedenkgottesdienst heute als eine Gelegenheit zum Innehalten. Dieses Rückblicken mit all den leidvollen Erfahrungen, die man an dem Rosenmontag letztes Jahr gemacht hat, aber dann auch vielleicht die Schritte zu sehen, die man seitdem schon geschafft hat. Ich glaube, das hat alles heute seinen Platz. Auch Karnevalspräsident Christian Diste hat sich in kleinen Schritten vorgearbeitet. Dabei hilft ihm ein Psychologe. Man fragt sich schon, wenn man für den Umzug verantwortlich ist, hat man was falsch gemacht? Hat man irgendwas vergessen? Aber ich sage auch, ich möchte mich nicht durch einen Menschen, der so eine sinnlose Tat begeht, in dem, was ich gerne mache und was ich am liebsten mache, mir das nehmen lassen. Den Blick nach vorn wagen, dieser Gedanke trägt heute den Gedenkgottesdienst in Volkmarsen. Und auch der hessische Ministerpräsident war heute vor Ort in Volkmarsen beim Gedenkgottesdienst dabei. Und mein Kollege Thomas Haß hat ihn dort zur Tat und zur Aufarbeitung befragt. Trost spenden, ein Stück weit Hoffnung vermitteln an diesem Jahrestag, der so viele schreckliche Bilder hervorruft. Deswegen ist auch der Ministerpräsident hier nach Volkmarsen gekommen. Herr Bouffier, inwieweit haben Sie denn schon das Geschehene von vor einem Jahr ganz persönlich verarbeiten können? Ich weiß nicht, ob man das Verarbeiten nennen kann. Ich bin jetzt in einer ganz schwierigen Stimmung. Vor einem Jahr war ich auch da. Da waren wir auch in der Kirche, drüben in der katholischen Kirche. Die Kirche war gerammelt voll. Hunderte von Menschen standen davor. Das ist jetzt unter Corona-Bedingungen natürlich ein bisschen anders. Aber die Bilder, die habe ich noch sehr genau vor mir. Ich habe in Gesichter geguckt, die waren getroffen, die waren geschockt. Die Menschen hatten Angst. Sie hatten Angst um die Verletzten und um die Familien. Man hatte noch keinen richtigen Überblick. Das ist noch sehr, sehr präsent. Und trotzdem muss man natürlich auch weitermachen. Und das ist ja auch das, was die Familien in diesem vergangenen Jahr irgendwie bewältigen mussten. Sie mussten ja weitermachen. Wir sind ja hier in der evangelischen Kirche und am Altar haben Kinder Zeichnungen und Basteleien abgelegt. Hier kann man lesen, weil Schuri, so heißt der Karneval hier in Volkmarsen, weil wir es lieben, da geht ein Riss durch. Hier drunter kann ich Angst lesen, Trauma, ein offenbar sehr trauriges Mädchen. Also man sieht ja, es beschäftigt die Menschen noch sehr intensiv, das sitzt noch ganz tief. Herr Bouffier, was können Sie denn den Verletzten, den Opfern, den Angehörigen und auch den Zeugen, die das ja mit ansehen mussten damals, mit auf den Weg geben? Naja, zunächst einmal, auch gerade dem dient ja der heutige Tag, dass wir mit ihnen fühlen, dass wir solidarisch sind und dass es nicht ihre alleinige Angelegenheit ist. Und deshalb bin ich auch hier, um zu zeigen, unser ganzes Land beschäftigt sich mit dem, was in Volkmarsen geschehen ist und nimmt Anteil auch am ganz persönlichen Geschehen. Das ist die eine Seite. Das zweite ist, ich habe in einer Videoschalte, wie wir das heute machen, mit den Verletzten gesprochen. Und da war eine ganze Reihe dabei und die haben durch die Bank weg gesagt, wir sind dankbar für die Solidarität, die wir erfahren haben. Diese Stadtgesellschaft hat uns unglaublich aufgenommen, geholfen. Wir haben in persönlicher Weise auch durch die Opferbeauftragten finanziell geholfen und vieles andere mehr. Aber das Entscheidende ist ja, dass die Menschen das Gefühl haben, dass sie nicht alleine mit ihrem Schicksal sind. Hessen war ja im vergangenen Jahr besonders getroffen. Erst Hanau, dann Volkmarsen. Was
kann, was muss Politik, auch die Landesregierung, leisten, um zumindest die Gefahr solcher Attacken künftig zu minimieren? Wir wollen auch nicht vergessen, den Mord an unserem Freund Walter Lübcke gehört ja auch dazu und vieles andere mehr. Das ist eine große Herausforderung. Natürlich zunächst einmal für die Sicherheitsbehörden, für die politisch Verantwortlichen, aber für unsere ganze Gesellschaft. Wir erleben, dass eine Entwicklung der Respektlosigkeit, der Ausgrenzung von Hass und Gewalt unterwegs ist. Dem versuchen wir zu begegnen durch frühzeitiges Erkennen, soweit das möglich ist, aber auch als gesamtgesellschaftliche Aufgabe. Deshalb haben wir das Portal aufgesetzt gegen Hass und Hetze, wo viele Menschen sich engagieren. Wir haben gerade heute in den Nachrichten hören können, dass aufgrund solcher Meldungen wir auch Täter ermitteln können und sie dann entsprechend vor Gericht bringen. Wir haben, und da muss man ehrlich sein, solche Amok-Anschläge ja in der ganzen Welt immer wieder. Und man kann dies auch nicht letztendlich verhindern an jeden Fällen. Aber man kann eine ganze Menge tun, damit es möglichst nicht passiert. Was denn konkret? Konkret Beratung für die Veranstalter, wenn man zum Beispiel Volksfeste macht, wenn man einen Rosenmontagszug macht. Das haben wir relativ gut ausgebaut. Beratung durch die Polizei, durch die Sicherheitsbehörden. Auf der anderen Seite kann man dies ja nicht sozusagen alles hinter Gittern stattfinden lassen. Wir wollen ja eine freie Gesellschaft sein, die auch Frohsinn und Gemeinschaft lebt. Also bleibt es eine Abwägung. Aber ein ganzes Stück sind wir weitergekommen. Wir haben uns angeschaut, die Entwicklung nach dem Breitscheidplatz in Berlin oder was in Nizza geschehen ist, mit versenkbaren Pollern und vielen anderen Dingen kann man eine Menge machen. Und das unterstützen wir sehr konkret, übrigens hier auch in Volkmarsen. Herr Bouffier, Corona wird ja hoffentlich irgendwann vorüber sein. Was meinen Sie, werden wir alle danach wieder unbeschwert feiern können? Also das ist doch meine Hoffnung, unsere aller Hoffnung. Und ich glaube auch, dass das so sein wird. Corona ist eine einzigartige Herausforderung auf der ganzen Welt. Das kannten wir bisher so nicht. Und es wird uns auch noch eine ganze Zeit lang begleiten. Aber ich glaube, dass wir schon im Herbst ein ganzes Stück weiter sind. Und wir haben Grund zur Zuversicht. Wir haben nämlich einen Impfstoff, jetzt haben wir mehrere, die eine gute Wirkung haben, dass wir in Zukunft eben keine Sorgen mehr haben müssen, dass viele Menschen erkranken oder gar versterben. Das wird uns ermöglichen, auch zu unserem Leben wieder zurückzukehren. Und zu unserem Leben gehört, dass wir auch fröhlich sind. Vielen Dank, Herr Ministerpräsident. Vielleicht noch ein kleiner Blick auf die Blumen hier neben dem Altar. Das sind 154, die stehen symbolisch für die Verletzten der Amokfahrt. Können sich die Angehörigen oder die Opfer selber später abholen als Zeichen des Trostes, aber vor allem auch als Zeichen, dass gerade heute an sie gedacht wird. Dankeschön, Thomas Haas. Ja, was war das für ein Tag damals? Es war Rosenmontag, Corona war zwar schon da, aber noch nicht so präsent. Und knapp eine Woche vorher hatte es den rassistischen Anschlag in Hanau gegeben. Und da kamen dann die Meldungen, ein Auto ist in den Karnevalsumzug in Volkmarsen gefahren. Eine Amokfahrt. Wir gucken nochmal auf diesen Tag zurück. Rheinischer Karneval mitten in Waldeck-Frankenberg. Die katholische Enklave Volkmarsen feiert am 24. Februar des vergangenen Jahres ausgelassen den Höhepunkt der närrischen Jahreszeit mit ihrem Rosenmontagsumzug. Mehr als 6000 Menschen sind auf den Straßen. Es ist 14.45 Uhr. Der Fahrer eines Autos hat gewartet, um sein Fahrzeug dorthin zu steuern, wo der Karnevalszug die Straße aus der Stadt heraufzieht. Als er auf das Gaspedal tritt, beschleunigen 260 PS, 1800 Kilogramm Stahl und Automobiltechnik in die Menschen. 50 bis 60 Kilometer schnell wird das Fahrzeug, erfasst Teilnehmer des Umzugs und Zuschauer. Fassungslosigkeit in Volkmarsen. Im Landkreis Waldeck-Frankenberg ist ein Autofahrer heute in den Rosenmontagszug gerast. Die Leute sind umgeflogen wie Papier halt. Die Bilanz der Amokfahrt verzeichnet 154 Menschen an Leib und Seele verletzt. Der Fahrer des Mercedes-Kombi wird noch am Tatort festgenommen. Sein Name Maurice P. Er wohnt in Volkmarsen, 29 Jahre ist er alt. Zum Zeitpunkt der Fahrt stand er nicht unter dem Einfluss von Alkohol, Medikamenten oder Drogen. Für einen technischen Defekt am Fahrzeug gibt es keine Anhaltspunkte. Die Ermittler finden allerdings eine sogenannte Dashcam, eine kleine Kamera. Die soll Maurice P. eingebaut haben, um die Tat zu filmen. Die Staatsanwaltschaft geht von Vorsatz aus. Er hebt Anklage wegen 91-fachen versuchten Mordes und gefährlicher Körperverletzung in 90 Fällen. Bleibt die Frage nach dem Warum.
Unsere Strafprozessordnung setzt halt klare Grenzen und gibt dem Beschuldigten noch das Recht, sich nicht zu äußern. Die Frage nach dem Warum wird sich in diesem Verfahren möglicherweise nicht klären lassen. Volkmarsen wartet weiter auf Antworten. Die Gerichtsverhandlung wird nicht vor Mai beginnen. Ein Urteil vermutlich erst im kommenden Jahr gesprochen. Und bei mir ist der Opferbeauftragte des Landes Hessen, Helmut Fünfsinn. Sie machen dieses Amt ehrenamtlich, sind Ansprechpartner für die Betroffenen. Volkmarsen wartet auf Antworten, haben wir da jetzt gerade gehört. Was macht es mit den Betroffenen, wenn sie die nicht bekommen? Das ist nicht leicht für die Betroffenen, wenn sie nicht alle Fragen, die sie haben, beantwortet bekommen. Aber der Strafverteidiger hat es schon gesagt, die Strafprozessordnung sieht vor, dass der Beschuldigte, der Angeklagte, ein Recht auf Schweigen hat. Und so muss das ertragen werden. Gleichwohl wird die Hauptverhandlung doch das eine oder andere an Antworten bringen, mit Sicherheit nicht alle. Und dann können die Menschen, wenn dieses Strafverfahren abgeschlossen ist, auch eher mit diesen Dingen abschließen. Denn am Ende wird ein strafrechtliches Ergebnis stehen. Und das wird den Menschen helfen. Die Verarbeitung wird noch mal schwierig sein, weil sie in diesem Strafverfahren eben auch noch mal befragt werden. Und die Dinge werden sich wieder, die Erinnerung wird wieder da sein und es wird schwer werden. Aber danach hoffen wir dann doch, dass ein Genesungsprozess fortgesetzt werden kann. Was war denn Ihre Hauptaufgabe in Volkmarsen als Opferbeauftragter? Was war das Wichtigste, was Sie für die Opfer getan haben? Ich denke, das Wichtigste war, all die Akteure, die Hilfe anbieten können, und wir haben nun Gott sei Dank in Deutschland ein Hilfesystem, zusammenzubringen an einem runden Tisch. Das haben wir gemacht. Das ging aber leider nur einmal in Person, also analog. Und dann war Corona da. Und dann haben wir eben einen digitalen runden Tisch geschaffen. Und dort ist dann beteiligt gewesen die Verkehrsopferhilfe, die Unfallkasse, die Versorgungsämter, die an unterschiedlichen Stellen helfen können. Und das, glaube ich, ist ganz gut gelungen, dass wir dort Hilfe auch hinbringen konnten. Volkmarsen ist ja eine Kleinstadt. Wie hat die Stadt das verarbeitet? Was ist Ihr Eindruck? Ich glaube, wir haben das in dem Beitrag auch schon gesehen. Es herrscht große Solidarität. Und wir haben auch festgestellt, dass die Menschen zueinander stehen. Und all diejenigen, die beteiligt waren, die Feuerwehr, die Polizei, die katholische, die evangelische Kirche, insbesondere aber auch die Karnevalsgesellschaft, sind nochmal zusammengerückt und haben die Dinge gemeinsam verarbeitet und haben sich gegenseitig unterstützt und sich gegenseitig geholfen. Und ich glaube, diese Solidarität ist extrem wichtig für einen Genesungsprozess. Sie waren bis Anfang letzten Jahres Generalstaatsanwalt in Hessen und haben dann quasi mit Eintritt ins Rentenalter die ehrenamtliche Aufgabe übernommen. Gibt es etwas, was Sie sagen, das habe ich jetzt in diesem letzten Jahr gelernt, was ich in meinem gesamten Berufsleben vorher nicht gelernt habe? Also ich glaube, ich habe einen neuen Blick auf einen Strafprozess bekommen und ich habe einen neuen Blick auf ganz schwere Gewalttaten, Unglücksfälle bekommen, auch auf, natürlich auf den Terroranschlag. Einfach mal nur die Sicht der Opfer einzunehmen. Das ist im Strafrecht ja erst mal anders. Wenn man als Generalstaatsanwalt arbeitet, dann will man Täter vor Gericht bringen, die Schuld der Täter festgestellt wissen und ist zufrieden, wenn das Strafverfahren abgeschlossen werden kann. Hier habe ich aber erkannt, dass das nicht alles ist, dass wir uns noch viel mehr dem Opferschutz widmen müssen. Und das haben wir versucht und wir versuchen es immer weiter, obwohl es schon seit vielen Jahrzehnten die Idee angekommen ist, dass wir das Opfer mehr in den Mittelpunkt rücken müssen. Aber da kann noch mehr getan werden. Und auf diesem Weg, glaube ich, das ist für mich eine nochmal neue Erkenntnis, dass das noch wichtiger ist, als ich gedacht habe. Dankeschön, Helmut Fünfsinn, Opferbeauftragter des Landes Hessen. Danke Ihnen, Frau Siegler. Ja, das war's von uns. Hier gibt es jetzt Max, das Marktmagazin. Und da geht es um einen Spielzeugbausteinehersteller aus Hessen, der jetzt böse Post von Lego bekommen hat. Schönen Abend wünsche ich.